Verratet eure Nachbarschaft. Verratet eure Nachbarschaft! Regelbrecher an die Wand. Regelbrecher an die Wand! Gefährder in die Einzelhaft. Gefährder in die Einzelhaft! Maskenpflicht ein Leben lang. Maskenpflicht ein Leben lang. Impfgegner entrechten. Impfgegner entrechten. Fügt euch der Normalität. Fügt euch der Normalität. Maskenleugner ächten. Maskenleugner ächten. Das ist Solidarität. Das ist Solidarität. Kontaminierung vermeiden. Kontaminierung vermeiden. Poštovani gledatelji, evo nas još jednom na Hedel placu nakon određenih tehničkih poteškoća. Vjerujemo da je slika sada u redu. Ovdje je u tijeku performans, naime u 14 sati ovdje u središtu grada trebao bi biti velik i najavljuju se i 20.000 posjetitelja ovdje prosvjednika na ovome središnjem protestu protiv korona mjera. Danas su u gradu već bila dva prosvjeda, ovaj je središnji. Evo vidite ove poruke koje prosvjednici imaju na svojim prsima. Sasvim sigurno ovdje će biti danas odaslane mnoge poruke koje se tiču korona mjera i sve ono što je vezano uz korona krizu. Pratite Kroatiju koji će izvještavati iz ovog događaja. Verzichtet auf ihre Zeugung. Verratet eure Nachbarschaft. Regelbrecher an die Wand. Regelbrecher an die Wand. Ge-
Gefährder in die Einzelhaft. Gefährder in die Einzelhaft. Maskenpflicht ein Leben lang. Maskenpflicht ein Leben lang. Impfgegner entrechten. Impfgegner entrechten. Fügt euch der Normalität. Fügt euch der Normalität. Maskenleugner ächten. Maskenleugner ächten. Das ist Solidarität. Das ist Solidarität. Kontaminierung vermeiden. Kontaminierung vermeiden. Absolute Keimfreiheit. Absolute Keimfreiheit. Körperkontakt schafft Leiden. Körperkontakt schafft Leiden. Sicher ist nur Einsamkeit. Maskenpflicht für Neugeborene. Unser Atem tötet. Sicher bist du nur in der Isolation. Sei immer gehorsam. Impfung ist Nächstenliebe. Nähe vermeiden für immer. Opfert alles der Gute Liebe. Schütze deine Liebsten. Lass sie allein. Trennt euch von den Gefährdern. Schützt die Ungeborenen. Verzichtet auf ihre Zeugung. Weil der uns bei uns aus und unsere fangen jetzt erst so richtig an. Und das ist die Zeit von uns allen. Das haben wir uns jetzt wirklich verdient. Wir waren beispielsweise 37 Mal in Linz. Ich war gleich beim ersten Mal, habe ihn Florian kennengelernt, den habe ich vorher nicht gekannt. Und da haben wir gesehen, passt. Wir ticken gleich. Wir haben zwar andere Ansichten, andere Perspektiven, aber die Herzfrequenz ist immer dieselbe. Und das ist das, um was es geht. Ein jeder von uns hat was zu geben. Ein jeder hat ganz wichtige Bestandteile in dieser Erdevolution. Ein jeder. Und wir brauchen immer miteinander streiten. Kommen wir zusammen und kommunizieren wir wieder miteinander. Und wir haben alles, was wir brauchen hier. Wir haben eine Intelligenz hier. Wir sind genau Menschen. Wir brauchen das Ganze
says Bank, says Pharma, says Biotech, Big Tech. Diese ganze Konzerndiktatur, dieser Faschismus, den brauchen wir nicht mehr. Ihr seid Geschichte, Google. Ihr seid Geschichte, Facebook. Ihr seid alle Geschichte. Jetzt haben wir unser Gold. Weil auf der obersten Instanz von dieser Herrschaft strukturiertes System, so wie jedes Unternehmen, gibt es immer einen darüber. Auf der höchsten Ebene kommt es Psychologen. Es geht denen um Psychologie. Psychologie der Masse. Oder ein anderes Buch von Edward Bernays, Propaganda. Das ist 1928 geschrieben worden. Von dem haben alle totalitären Systeme gelernt. Der Kommunismus, der Nazismus, der Faschismus. Es ist alles Psychologie. Und das, ja, stell mir vor die Hemmnisse, damit sie so richtig passen. Na, sag das bitte nicht. Machen wir es einfach. Wenn es nicht einfach wäre, dann würde es auch nicht funktionieren. Vor Corona haben wir die ganze Zeit Krieg da in Syrien, Libyen. Dann Terrorismusanschläge. Links und rechts, die alles in der Welt, jeder ist gegeneinander. Zwar oft, inszenierte Flüchtlingskrisen aufgrund von NATO-Bombardements von Ländern, Poštovani gledatelji, ovo su još sve popratni programi, ovdje je centralni prosvjed najavljen u 14 sati. Dolaze oni prosvjednici koji su ovdje bili u centru grada, naime, kao što sam već rekao, prosvjed je bio danas, odnosno ovdje će biti ovaj treći, najveći, a danas su već bila dva prije. Sada prosvjednici dolaze na ovo centralno mjesto, policija je dozvolila ovaj prosvjed, međutim s jednom značajnom opaskom gdje su kazali ukoliko se prosvjednici okupljeni ne budu pridržavali epidemioloških mjera, nošenja maske, držanja razmaka, da bi oni mogli ovaj prosvjed i ukinuti. Ostaje nam za vidjeti kako će to biti, jer ako je suditi po sadašnjim slikama, ovdje ima već sada puno, dosta osoba na jednom malom prostoru. Sudio bi se kazati da gotovo rijetko tko i nosi masku, ali evo vidit ćemo kako će policija reagirati na ovome kako su najavljivali do sada najvećem prosvjedu u Beču, u Austriji protiv koronamjera. Ostajte i dalje slikom na Hedel placu. Yeah.
Damit der eine schneller befördert wird als der andere. Darum geht es nicht im Leben, liebe Freunde.
Wir sind keine Feinde, sondern Freunde. Und ich hoffe, wir sind hier alle in Frieden zusammengekommen, um unseren Willen und gegenseitigen Respekt kundzutun. Es gibt Leute, die haben Angst. Es gibt Leute, die haben große Angst vor dieser Krankheit. Das ist zu respektieren. Aber auch wir sind zu respektieren, die eine andere Meinung haben. Und ich verurteile eine planmäßige Entzweiung des Volkes durch unsere Regierung. Zu sagen, hier sind Rechtsradikale, hier sind Extreme, das ist eine bewusste Entzweiung des Volkes, das sollten wir uns nicht bieten lassen. Redet mit allen untereinander. Ich bin kein großer Redner, mir sind die Worte schon ausgegangen. Auch daher, dass ich überwältigt bin, nämlich die Menschenmengen hier und am Maria-Therese-Platz zu sehen und sage an jeden Danke und zolle jeden meinen Respekt, der heute hier ist. Danke. Warten Sie kurz, ein kleines, wir möchten uns natürlich bei Ihnen bedanken für Ihren Mut, dass Sie aufstehen und auch, dass wir miteinander sind, und das ist ein großes Zeichen auch für uns. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt kommt natürlich die liebe Inge Rauscher. Einen großen Applaus. Dankeschön. Liebe Freunde der Freiheit, der Wahrheit und der Demokratie, diese Kundgebung ist ein einmaliges Zeichen und ein weiteres solches Ereignis soll die kommende Woche folgen mit dem Volksbegehren für Impffreiheit. Ab Montag am 18. beginnt es jetzt. Bis Montag, 25. können alle österreichischen Staatsbürger jeden Werktag von 8 bis 16 Uhr auf allen Gemeindeämtern unterschreiben, in den Städten, in den magistratischen Bezirksämtern. Es muss nicht Ihr eigenes Gemeindeamt sein. Sie können in ganz Österreich in jedem Amt unterschreiben. Sie brauchen nur einen amtlichen Lichtbildausweis mitnehmen. Die Formulare liegen auf den Ämtern auf. Eine Maske müssen Sie leider mitbringen, damit das Volksbegehren unterschrieben werden kann. Die 10 Minuten, das wird man irgendwie noch aushalten. Denn es ist extrem wichtig, dieses Zeichen der direkten Demokratie in Österreich zu setzen, dass wir uns nicht zwangsimpfen lassen wollen, auch nicht unsere Kinder und auch nicht unsere Alten. Denn es ist ungeheuerlich, dass man jetzt an hochbetagten Menschen diese als Experimentierfeld für Impfungen benutzt. An
anders kann man das nicht ausdrücken. Am Montag und am Donnerstag kommende Woche sind in ganz Wien alle Unterschriftenämter bis 20 Uhr geöffnet. Von 8 bis 20 Uhr. Diese zwei langen Tage müssen auch in allen anderen österreichischen Gemeindeämtern angeboten werden, nur sind die Tage verschieden. In manchen Ämtern ist es Dienstag und Freitag, in anderen Mittwoch und Montag. Da muss sich jeder selbst erkundigen. Und natürlich können Sie das Volksbegehren auch online mitarbeiten, mit einer Handysignatur oder einer Bürgerkarte. Glück auf uns allen miteinander und ganz Österreich für das Volksbegehren für die Freiheit. Sämtliche Veranstaltungen, über Spaziergänge, über Vorgänge. Ihr bekommt Zugang zu Rechtsanwälten. Es gibt Mahnwachen von sehr vielen Initiativen. Es ist schön, so viele Menschen hier zu sehen. Danke dafür. Jetzt kommt noch jemand anders da. Jetzt wird ein kurzes Stück aus der Verfassung zitiert. Dankeschön. Ich bin 30 Jahre alt und möchte kurz einen Schatz auf der Bundesverfassung geben, wenn ich ihn vergessen finde. Artikel 7 unserer Bundesverfassung. Alle Staatsbürger sind von dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt des Geschlechts, des Standes, der Klasse oder der Verhältnisse sind ausgeschlossen. Wenn alle gleich sind von dem Gesetz, wie kann ich die Verfassung verstoßen und noch immer auf freiem Fuß sein? Darf nun mal nicht sein, wenn ich heute eine Strafzeit nicht bezahle, Geltungsverlängnis, kurz und co. stehen noch immer dort, wo sie sind, die gehören aufgrund des Verstoßes normalerweise nicht mehr. Artikel 10 bis 7, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, und die Sicht der Erstellung eigener Hinweisung zum Aufnahme der öffentlichen Sicherheit. Vereins- und Versammlungsrecht. Die Wahl
zunächst die Bundesregierung und der Bundesminister des Amtes zu entheben. Es ist noch immer nicht passiert. Wir haben eine Bundesverfassung und wir haben alle Menschen. Bundesregierung sitzt da. Dankeschön. Wenn man für seine Rechte nicht ernst hält, dann gibt es irgendwann ein Gewohnheitsrecht. Und das dürfen wir nicht zulassen. Ich kann einen Antrag noch gleichzeitig zum Impfbegehren. Gibt es auch ein Tierschutz? Volksbegehren. Auch das bitte unterschreiben. Denn die Tiere auf dieser Welt leiden auch wegen den Menschen und das sollte nicht der Fall sein. Du bist ja nicht gelandet. Keine Punkte, das kann man nicht. Das ist nicht.